Servus. Ich bin Projektheld. Und heute geht es wieder um den elektronischen Tacho. Den habe ich vor etwa 8 Monaten oder sowas verbaut. Und ich möchte euch heute einen kleinen Review dazu geben, wie das Ganze ist, ob er noch funktioniert, ob alles funktioniert hat. Ich wurde das Ganze schon häufiger in den Kommentaren gefragt. Und jetzt möchte ich einfach einmal sagen, wie ich es finde. Ob ich finde, dass es sich gelohnt hat oder ob es nicht gelohnt hat. Und damit legen wir es gleich mal los. Vorneweg erstmal, der Tacho funktioniert noch und er funktioniert auch sehr gut. Ich bin sehr zufrieden und kann es jedem nur empfehlen. Der Tacho war ein bisschen teurer als ein originaler Simson-Tacho und dazu muss man noch den Sensor unten verbauen. Aber man hat natürlich kein Problem mit einer kaputten Tachowelle oder irgendwas. Der Sensor funktioniert soweit auch gut. Ich muss noch eine Kleinigkeit dran ändern. Da komme ich aber erst später im Video dazu, wenn ich euch erzähle, was ich für Probleme hatte. Jetzt bleibe ich erstmal noch bei den positiven Sachen. Und zwar, was mir besonders gut gefällt, ist hier der Tageskilometerzähler. Da konnte ich immer ungefähr einschätzen, wie voll der Tank noch ist. Ich meine, wenn er leer ist, muss man so oder so tanken, aber dann weiß man immerhin, wenn ich jetzt auf eine Tour gehe, ob ich davor nochmal tanken sollte oder nicht. Das heißt, das war sehr sinnvoll, das zu benutzen. Als zweites Sinnvolles fand ich, ist, dass der Tacho mir anzeigt, wie viel Spannung meine Batterie hat. So kann ich immer gucken, ob meine Ladeelektronik funktioniert und falls da mal ein Problem geben sollte, dann weiß ich von vornherein schon Bescheid. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich sinnvoll. Ein weiterer Vorteil ist noch, dass ich oben die Blinker angezeigt kriege. Das finde ich nicht nur, dass es ziemlich cool aussieht, sondern auch ganz praktisch, weil man doch oft ganz schön lang die Blinker anlässt und da nicht dran denkt. Das finde ich einfach ein nettes kleines Feature und jedes Mal, wenn dieser kleine grüne Pfeil leuchtet, dann freue ich mich, weil es richtig hochwertig aussieht. Falls ihr euch fragt, was es sonst noch für Gründe gibt, warum man sich überhaupt einen elektronischen Tacho verbauen sollte, dann schaut doch mal hier oben nach. Da habe ich euch ein Video verlinkt, das sind meine 5 Gründe, warum ich einen elektronischen Tacho verbaut habe. Wer es lieber original mag, der mag es wirklich lieber original. Aber ich finde es auch ganz cool, wenn man so ein paar technische Fortschritte mit einbringt und das Ganze in einem noch relativ originalgetreuen bzw. einfach so ein Retro-Design mit reinbringt. Ja, jetzt komme ich mal zu den Nachteilen, wobei so richtige Nachteile gab es eigentlich nicht wirklich und gibt es auch nicht wirklich. Also der Tacho hat immer funktioniert, hat mich nie im Stich gelassen. Die Geschwindigkeit gut angezeigt, die Drehzahl schön angezeigt, hat sogar so eine kleine Schaltlampe drin, das heißt, wenn eine gewisse Drehzahl erreicht wird, dann leuchtet so eine Lampe rot, dann weiß man theoretisch, dass man schalten soll, braucht man nicht wirklich, aber es ist einfach ein nettes Feature, was einfach gut aussieht. Und den einzigsten Fehler, den ich hatte, beziehungsweise wo mir jemand geschrieben hat, dass er einen Fehler hatte, war ein Zuschauer, der gesagt hat, dass seine Geschwindigkeitsanzeige gerade bei hohen Drehzahlen irgendwann anfängt, so ein bisschen rumzuspielen, das heißt, ist mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger, aber nicht so wirklich konstant und stimmt irgendwie auch nicht richtig. Und dann habe ich nachgedacht und habe überlegt, woran das liegen kann. Lustigerweise ist kurz danach bei mir so ein ähnliches Problem aufgetreten. Bei mir war es nicht ganz so schlimm, aber ich habe es auch ein bisschen gemerkt. Dann habe ich mich erst recht dran gesetzt und habe mir eine Lösung überlegt. Und was das ist, das erkläre ich euch am besten drinnen mal. Da kann ich euch kurz aufzeichnen, was das Problem war und wie ich das Ganze gelöst habe. Und falls ihr euch das nachgebaut habt und vielleicht auch den Fehler habt, beziehungsweise bevor ihr euch es nachbaut, könnt ihr direkt dran denken, das auch noch mit einzubauen. Es ist kein großer Aufwand, aber damit läuft es am Ende auf jeden Fall richtig und der Tacho zeigt schön konstant die Geschwindigkeit an. So, jetzt versuche ich euch mal das Problem mit dem Tacho zu erklären. Und zwar müssen wir uns dafür erstmal vor Augen führen, was für einen Sensor ich überhaupt verbaut habe. Es gibt nämlich Read-Sensoren und es gibt Hall-Sensoren, die man für so Tachos verwendet. Und ich habe einen Read-Sensor genommen. Das ist umgangssprachlich oft eher die schlechtere oder billigere Variante. Aber ich habe mich bewusst für einen Read-Sensor entschieden. Und warum ich das gemacht habe, das möchte ich mal kurz erklären. Und zwar einmal, der Read-Sensor ist wesentlich kleiner als ein Hall-Sensor. Den ich ausgewählt habe, der ist quasi vom Durchmesser her genauso wie eine M5-Gewindestange. Hat auch ein M5-Gewinde außen drauf. Ihr habt ja gesehen in den Videos, wo ich den Tacho verbaut habe, wie super easy und klein man den dann verbauen kann. Es fällt eigentlich gar nicht auf und das finde ich, das war der wichtigste Punkt für mich, dass der einfach nicht zu sehen ist. Ein Hall-Sensor ist meistens wesentlich größer, Durchmesser von so 12 mm gibt es aber auch in allen verschiedenen Varianten, aber es sind meistens auf jeden Fall größer als ein Read-Sensor. Dann als zweites ist der Punkt, dass der Read-Sensor ein passiver Sensor ist, das heißt, der braucht keine Spannungsversorgung. Ein Hall-Sensor ist ein aktiver Sensor, der braucht eine Spannungsversorgung. Und dadurch zieht er auch ein bisschen Strom von der Batterie, also man sollte ihn auf jeden Fall an eine geschaltete Spannung anschließen. Und ich hatte einfach keine Lust, dass ich noch einen Verbraucher mehr anschließe, auch wenn es wirklich nicht viel ist. Aber ich habe Angst, wenn man dann da irgendwas falsch macht, dass mir dann die Batterie tief entlädt. Und das wäre einfach ärgerlich und mit dem Read-Sensor hat man das Problem nicht und muss auch noch weniger Kabel anschließen.
war für mich quasi nochmal zwei Sachen, wo ich gesagt habe, das finde ich auf jeden Fall besser. Der Nachteil vom Read-Sensor, den ich euch jetzt gleich erkläre, ist natürlich, dass der Tacho jetzt nicht so gut funktioniert hat. Mit dem Hall-Sensor ist das Signal einfach ein bisschen besser und klarer. Und jetzt erkläre ich aber erstmal, was das Problem mit dem Read-Sensor ist. Und dann zeige ich euch, wie einfach man das beheben kann. Und dann ist der Read-Sensor eigentlich genauso gut wie auf dem Hall-Sensor. So, hier oben haben wir jetzt den Tacho. Der ist verbunden mit dem Read-Sensor. Der hier wird über die kleinen Magneten geschalten, die wir eingebaut haben. Und hier unten ist das Ganze auf Masse geschaltet. Und immer wenn der einmal zugeht, dann zählt es der Tacho. Und darüber kann er dann, je nachdem wie schnell das Ganze funktioniert, eben sagen, wie schnell man gerade fährt. Das Signal, was von dem Read-Kontakt kommt, ist leider nicht ganz so sauber. Ihr müsst euch den Read-Kontakt vorstellen wie einen ganz einfachen mechanischen Schalter. Also wie so einen kleinen Schalter, den man auch bei anderen Sachen hat. Zum Beispiel hier bei der Lenkerarmatur für die Blinker oder sowas. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das Signal aussieht, dann ist es eben nicht ein schönes Rechtecksignal, wie man es eigentlich haben möchte, dass er angeht und wieder ausgeht, sondern was man leider wirklich hat, ist, dass er angeht, dann wieder ausgeht, wieder angeht, wieder ausgeht, wieder angeht und dann erst anbleibt. Und das Ganze hier, das nennt man Prellen, das heißt, der Kontakt geht zu, aber das Ganze alles so ein bisschen weich ist oder ein bisschen federt, schnappt er noch so ein bisschen hin und her, bevor er dann richtig drauf liegt. Und genau das ist das Prellen. Und wenn der Tacho das jetzt mitzählt, dann zählt er auf einmal, dass man viel schneller fährt. Und beim nächsten Mal zählt er vielleicht nicht mehr drei Impulse, sondern irgendwie nur zwei Impulse. Und dann fährt man wieder langsamer. Und dadurch wackelt das Ganze so. Wie können wir das Ganze jetzt umgehen? Das Ganze können wir umgehen, indem wir uns einen Tiefpassfilter bauen. Hört sich ziemlich kompliziert an. Uns reicht aber ein einfacher Kondensator dafür, um den wir einfach hier dazwischen einlöten. Und damit können wir dann das Signal zu so einem Signal umformen. Ihr seht, das hat nicht mehr ganz so steile Flanken. Das geht so ein bisschen weich rüber. Dafür sorgt der Kondensator. Der Widerstand ist schon intern im Tacho eingebaut. Da ist ein Pull-Up-Widerstand. Muss euch nicht interessieren. Das Wichtige für euch ist, dass wir hier einen 0,1 Nanofarad zwischen Masse und dem Signaleingang schalten. Und wenn wir den reinbauen, das habe ich jetzt bei mir auch schon gemacht, funktioniert der Tacho ohne Probleme und zeigt wirklich exakt und super sauber die Geschwindigkeit an. Das heißt, falls ihr das Problem habt, unbedingt einbauen, und falls ihr euch jetzt erst überlegt, den Tacho überhaupt einzubauen, dann macht es am besten von vornherein, dann seid ihr sicher gegen Störungen. Wie gesagt, bei mir war es so, am Anfang hat es ohne Probleme funktioniert und dann kam das erst irgendwann. Ich würde es einfach einbauen, ist ziemlich easy. Jetzt noch die Frage, wo kriegt man so einen Kondensator her? Kann man im Internet bestellen, aber ich mache das immer so. Ich habe hier eine Kiste mit Elektronikschrott. Und hier nehme ich mir irgendeine Platine raus und schaue dann drauf, ob ich irgendwo einen passenden Kondensator finde. Die X2-Kondensatoren, die sehen hier so ein bisschen wie so ein kleiner Klotz aus. Da muss dann irgendwo oben drauf 0,1 Nanofarad stehen. Und dann könnt ihr den einfach ausbauen, dazwischen reinmachen. Auf die Polarität bei den X2-Kondensatoren müsst ihr auch nicht achten. Im Gegensatz dazu, wenn ihr jetzt hier so einen Elektrolytkondensator nimmt, wie den hier. Von dem her ist es eigentlich ziemlich simpel. Ich kann auch noch ein Video einspielen, wie ich das Ganze dann verbaut habe. Das war eigentlich ziemlich schnell gemacht und wie gesagt, seitdem läuft das Ganze auch einwandfrei. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Simson-Videos sehen wollt, dann schaut mal hier und hier nach.